Es ist Star Wars Zeit und ich bin's der Sascha, ihr schaut Fireballs und ich freue mich, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Ja, Star Wars ist erschienen, Tales from the Galaxy's Edge, ein großes Spiel, ganz, ganz heiß erwartet. Es tritt in die Fußstapfen von Vader Immortal und ich schaue jetzt für euch, ob das Spiel alle Erwartungen erfüllen kann, die es im Vorfeld geschürt hat. Ich habe mir natürlich schon so ein paar Bewertungen angeschaut im Oculus Store und die sind phänomenal. Also da ist schon die Rede von Half-Life Alyx auf der Quest und so weiter. Ich bin wirklich gespannt. Das Spiel ist jetzt im Quest Store erschienen für 24,99 €, ist derzeit exklusiv auf der Quest zu spielen. Es ist also nicht im Rift Store für PC VR erschienen. Ob es das so bleibt, das kann ich euch leider nicht verraten. Vielleicht wird es irgendwann nochmal für PC VR portiert, aber das weiß ich wie gesagt nicht. Ich werde mir jetzt das Headset aufsetzen, werde mich auf Batuu begeben, werde mir das ganze Ding mal anschauen, bekannte Charaktere werde ich treffen und ich bin gespannt. Wenn ihr anschließend noch mehr Videos sucht zu Oculus Quest oder zu PC VR oder vielleicht auch zur PlayStation VR, dann schaut doch am Ende des Videos auf meinem Kanal mal ein bisschen rum. Dort findet ihr sehr, sehr viele Videos, fein säuberlich sortiert in Playlisten und so weiter. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut es bitte jetzt, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich schaue immer schnell und aktuell in alles rein und jetzt bin ich aber selber sehr gespannt und möchte unbedingt ins Star Wars Spiel gucken. Und dann sehen wir uns gleich im Hauptmenü von Star Wars wieder. So Leute, jetzt bin ich hier im Hauptmenü von Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Ja, der erste Eindruck ist direkt wow, muss ich sagen. Es sieht wirklich mega gut aus und ich habe jetzt schon richtig Bock hier loszulegen. Also echt phänomenal. Das Star Wars Logo da oben, das ist sogar in 3D. Da oben fliegen so ein paar Vögel rum. Die Landschaft sieht cool aus, gefällt mir und ich bin echt gespannt, was mich hier alles erwartet, welche Abenteuer ich hier alle erleben werde. Und jetzt gehen wir direkt los auf Spiel starten. Ihr seht, da steht starten. Also es ist in Deutsch auf jeden Fall die Bildschirmtexte. Das ist doch schon mal was. So, das ist knackscharf, dieses hier, dieses Stehen und Sitzen. Einfach spielen, weiter. Okay, ich möchte aber erstmal in Stehen spielen, dann machen wir weiter. Nein, natürlich frei bewegen. Also ihr habt alle Optionen hier, teleportieren und frei bewegen. Und macht dich auf eine Herausforderung gefasst, der Schwierigkeitsgrad ist aber nicht zu hoch. Ich mache normal, das ist okay. Und dann schauen wir mal. So, Bildschirm wackeln. Falls du unter Bewegungskrankheit leidest, solltest du das Bildschirm wackeln abschalten. Das ist jetzt an, ne? Genau, das ist aus. Ich lasse es natürlich an. Körperposition. Rückwärts, hoch, runter. Also das passt schon. Das sieht ganz gut aus. Ich habe übrigens einen Körper. Ich habe hier so einen Blaster. Den kann ich aber noch nicht aufnehmen im Menü. Hier habe ich so eine Anzeige. Irgendwelche Knöpfe. Aber es wird mir wahrscheinlich später noch alles erklärt. So, Start. Jetzt geht's los. Bin gespannt wie Frittenfett. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ja, so fängt es immer an, ne? Gut, Ladezeiten sind ein bisschen länger bei dem Ding. Und jetzt geht's los. Okay. So. Das sieht wirklich so aus. Also, das kennt man schon von Vader Immortal. Ich habe wieder Snap-Turn. Das finde ich schon wieder ein bisschen meh. Aber okay, sondern greifen wir mal. Okay, das sieht auch wieder gut aus, wie man es echt gewohnt ist von den Star Wars Spielen. Ich soll es wahrscheinlich aufsetzen, ne? Okay, irgendein Interface kommt jetzt. So, Tasche nehmen. So, an Brust befestigen. Das ist wahrscheinlich mein Inventar, ne? Da kann man da drauf. Ach, guck mal, dann wird das größer und kleiner. Auch das ist gestochen scharf. Sieht richtig gut aus. So, jetzt habe ich meine Tasche hier. Teleportieren, bewegen. Okay. Aber ich habe Snap-Turn. Warum, Leute? Ich will Smooth-Turn. Also, ich muss jetzt mal einmal Menü drücken. Ob man da irgendwas nochmal machen kann. Also, sitzen, frei bewegen. Linkshänder, da kommt vor. Teleportieren, Bildschirm wackeln. Raum. Kann man da noch was scrollen? Ja, so ein bisschen, aber da kommt nichts mehr. Reduziert Bewegungskrankheit, das möchte ich nicht. Bewegung. Frei bewegen, Bewegungstempo, seitwärts gehen, festgelegte Rotation. Nein, die möchte ich gar nicht.
Kann man das nicht wegmachen? Ist doch schon wieder shitty hier, ne? Untertitel machen wir natürlich an, weil das ist alles in Englisch. Puh, ja, Leute, was machen wir jetzt? Festgelegt. Ich möchte keine festgelegte. Geht das echt nicht ohne? 30, dann mach 45, dann mach 15. Ist, glaube ich, besser, ne? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal 15. Okay. Ja, da muss ich aber so viel mich drehen, das ist auch doof. Ja, Leute, das ist doch scheiße. Ich kann auch den Stick nicht nach rechts einfach festhalten, er dreht sich dann weiter. Ich muss noch mal ins Menü, tut mir leid, Leute. Also machen wir 45, so, komm. So. Okay. So, was soll ich jetzt machen? Teleportieren, bewegen. Teleportieren kann ich mich nicht mehr. Ne, okay. So, egal. Weiter geht's. Was haben wir da? Zum Verstauen über Tasche halten. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. So, das ist halt das Inventar. Und was willst du jetzt von mir? Aber warum kein Smoothie, Leute? Das nehme ich auch mit. Zack. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier bin. Also das Spiel, das schmeißt dann hier so mitten rein und man weiß gar nicht, wo man ist. Da sind so ein paar Androiden. Oder die Reste von denen, ne? So. Da ist ein Knopf. Immer mal draufdrücken. Was ist das denn? Okay, ich bin unterwegs. Ich bin auf einem großen Raumschiff. Okay, da oben spricht einer zu mir. So. Okay. Das sah cool aus. War das der Falke? Ich meine ja, ne? Okay, also die Untertitel kann man lesen, aber ist ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also Missionsziele ansehen. Okay, begib dich zum Frachtladebereich. Also es gibt ja verschiedene Missionen später, das habe ich auch, glaube ich, schon vorher gelesen. Protokollgeschichte aktiv, okay, und weiter geht's. Okay. Hallo? Ah, also die Hand geht so durch, ne? Aber es ist wirklich, es ist, sieht toll aus. Ja, ich weiß, ich muss woanders hingehen, aber ich gucke immer gerne. Achso, Teleport geht doch. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Achso, dann muss ich nach hinten ziehen. Aber ich kann den nicht drehen, ne, wie ich dann stehen möchte. Das geht nicht. Also immer nach vorne. Okay. Also wenn ihr den rechten Analogstick nach hinten zieht, dann könnt ihr euch auch teleportieren. So, dann schauen wir mal. Das nehme ich natürlich mit. Werkzeug wählen. Also wenn ich jetzt so einen Gegenstand in den Untertitel halte, dann kann ich das echt ganz schlecht lesen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, das dreht sich. Muss ich irgendwas aufschrauben? Ein bisschen Job Simulator, ne? Aber guck mal, selbst die Schrauben, die gehen so ein Stückchen raus. So. Also das ist, sieht echt schon cool aus. Auf jeden Fall. So. Es ist kaputt. Was soll ich damit machen? Okay. Ich hab's. Okay. Brauche ich ja nicht mehr, ne? So, weiter geht's. Es läuft übrigens absolut flüssig, muss ich sagen. Jetzt kommt wieder was. Wer bist du überhaupt? Okay, er erzählt nichts mehr. Hi.
Also hier sehe ich, glaube ich, mein Leben. Ne? Hier habe ich so Knöpfe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, guck mal. Aha, so Werkzeuge hier. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber das wird mir bestimmt noch erklärt. So, wir gucken mal raus. Das sieht echt phänomenal aus. Das ist echt, also, es ist noch besser wie Raider auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt nicht, also hinten ist alles ein bisschen matschig, ne? Ich weiß, hier sieht man wahrscheinlich auch im Video, also, aber trotzdem, es sieht trotzdem gut aus. Und wie gesagt, wir spielen auf einem mobilen Headset. So, das muss ich nicht reparieren, das geht so auf. Sowas kann ich übrigens nicht nehmen, das geht nicht. Es ist sehr linear, ne? Also jetzt am Anfang ist es mega linear. Guten Tag. So. Was ist das? Neuer Protokolleintrag. Tödliche Trainingsdrohne. Kann ich die mitnehmen oder was? Och, die sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Da sind sogar so Schmauchspuren drauf. Seht ihr das? Habe ich mitgenommen. So. Was ich damit alles machen soll, weiß ich noch nicht. Da ist ein Kopf. Aber da kommt man nicht dran. Also ich kann nicht weiter nach vorne. Also hier ist jetzt Schluss. Ich gehe mal einen Schritt. Dann geht es. Aber ich kann solche Sachen nicht aufnehmen. Also ihr könnt wirklich nur Sachen aufnehmen, die auch dafür gedacht sind. Da ist wieder so eine Tür. Ich guck mal, ob hier noch irgendwie was ist. So was zum Mitnehmen. So, da kommt wieder ein Bildschirm, also wird er mir wieder einen erzählen jetzt hier. Mission abgeschlossen, okay. Welcome home, briefly. Only enough time to get your cargo unloaded and then it's off to pick up more parts for the droid depot. You're due in the fifth system in the 32 standard hours. How's everything going? Well, I know you got a deal on this barge, but it's falling apart. Maybe our next ship can be something more nimble. Like an X-Wing. We're not getting an X-Wing, Jax. Give me one good reason. I built you to pilot the freighter. Give me two good reasons. No, that means the loader just launched. Back to work. Okay, ich muss zurück an die Arbeit. Okay, ich muss jetzt irgendwas mit irgendeinem Container hier machen. Aha, seltsame Fracht. Da kommt ein Container, ne? Da hinten. Ja. Scan auf jeden Fall diese Teile von Rylot. So schnell kann ich nicht lesen. So. Ich soll jetzt irgendwas scannen und irgendwas mit Kompass. Okay, gucken wir mal weiter. Ich gehe immer gerne dahin, wo ich nicht hin soll. Hier kann man auch nichts machen. Ja, ich mache so ein bisschen Sightseeing zwischendurch, Leute. Könnt ihr euch das alles mal so ein bisschen angucken hier. Da ist wieder ein Knopf. Knopf ist immer gut. Es passiert nichts, okay. Dann gehen wir weiter. Ich gehe mal davon aus, ich muss da in diesen Container rein. Ne? Da ist wieder ein Knopf. Und da oben blinkt was grün. Grün heißt bestimmt, hey, da darfst du rein. Teleportieren, warum? Achso, okay, hier sind dann so Stellen, da kann ich nicht laufen, da muss ich mich echt teleportieren, sonst geht's nicht weiter. I know you wanted to get off Batuu and see the galaxy, but did you ever think it would be as glamorous as doing things like scanning Barth's containers? Nee, habe ich mir echt nicht vorgestellt. Okay, dann gehen wir jetzt mal unten wahrscheinlich, muss ich die wahrscheinlich scannen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auch hier runter teleportieren dürfen, sonst komme ich hier gar nicht runter, ne? Richtig. Gut, das ist wieder ein Knopf, Knopf ist immer gut. Okay. Könnte ich mich denn da runter teleportieren? Nee, das geht gar nicht. Da unten ist so ein Zeichen. Das ist weg. Das ist da. Seht ihr dieses Rote da? Okay. Egal. So, auch hier muss ich mich wieder teleportieren. So. Dum, 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 dum. Da ist was? Das Geld? Das hört sich an wie Geld, ne? Jo. So,
Dann geht's jetzt hier weiter, Leute. Hä? Ja, ist ja schön. Also musste ich gar nicht hier rein. Da, nee, da bin ich hergekommen, ne? Okay. Dann wieder teleportieren, zack. Ist da auch noch eine Tür? Ein Schalter? Übersehen? Nein. Oder kann ich mich denn doch runter teleportieren? Ah doch, guck mal da, so. Es geht da nur so etagenweise, ne? Also komplett auf einmal geht nicht. Zack. So. Objekte für Infos scannen. Ah. Der Controller vibriert dabei. Kiste mit Ruinenteile. Ich guck mal jetzt hier. So, und jetzt habe ich seltsame Frachtscanner. Mit deinem Datengreifer Fracht habe ich Protokoll. Also hier seht ihr jetzt praktisch alle Sachen, ne, die man so findet oder finden kann. Ich weiß es noch nicht. Und auch alles in Deutsch. Alles gut. So, weiter geht's. Es wird dann auch alles angezeigt, was man hier machen soll, aber die Atmosphäre ist echt toll. That could be me one day. I prefer to pilot for them, but I'd hold that woman's king. Or whatever generals want. Oh yeah, come. So. Halswegwerkzeug, Elektroschocker verwenden. Hä? Hab ich sowas? Was ist das? Das ist ja nicht, ne? Ja, doch. Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ach, Leute, ihr wusstet. Achso, das Werkzeug habe ich sogar so, da brauche ich gar nicht die Tasche. Also ich muss jetzt den Analogstick nach vorne und dann ändert der das. Aber ich finde diese Stromfunken, die sind so schön fein und detailliert. Also sieht echt toll aus. Okay, guck mal, ach, da kann ich das ändern. Das hat so ein bisschen was von Lone Echo, ne? Da war das auch. Guckt mal, ich habe noch was. Das ist bestimmt ein Flammenwerfer, ne? Jo. Okay. Ich brauch's einfach nur loslassen, dann hängt's wieder am Gürtel. Aber hier war doch vorhin noch was zum Scannen. Was ist das denn? Alles mitnehmen. Bin ich voll oder was war das? So, das kenne ich natürlich auch, ne, wenn ich schon mal hier bin. So, ja. Ist da was drin für mich? Nö. Ist hier noch irgendwas? Also, es macht echt Spaß, hier so ein bisschen die Umgebung abzusuchen, hier und da mal schauen. Aber der Einstieg ist sehr, sehr lang hier, ne? So, jetzt muss ich wieder teleporten wahrscheinlich. Zack, genau. Und auch das scannen wir natürlich. Okay. Es klingelt. You ever have one of those times when a cloaked traitor in the corner of a dimly lit cantina pays you a lot of credits to transport two special packages? This is like that. Wir schmuggeln die aber nicht. Smuggling them, but we're probably also not smuggling them. Just get some planet side. Okay, einfach auf den Planeten bringen ihr und jetzt? Soll ich hier wieder raus oder was? Wo muss ich denn jetzt hin? Das weiß kein Mensch. Muss ich wieder zurück? Bin ich hier fertig? Also jetzt gerade lässt mich das Spiel so ganz kurz buschel alleine, wo ich hin soll. Ich gehe einfach mal wieder zurück, ne? Oder? Aber hier war ja nichts, ne? Ich kann noch mal gucken. Eine Tür übersehen. Kann ich ja. Nee. Also ich kann auch nicht da drauf mich teleportieren auf die Kisten. Das geht nicht. Ich komme auch nicht mehr da hoch, also. Ne. Da ist noch was. Bisschen Geld. Also ich komme hier nicht mehr. Ach, da geht's her, guck mal. Ich habe was gefunden. Ne, oder auch nicht. Ich dachte, hier geht's her. Also ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Das geht nicht. Ne. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss, Leute.
guck mal in meine Missionsgeschichte hier. Missionen. Schnapp dir ein Schwebepack, du benötigst ihn, um das Frachtschiff zu verlassen. Aha, okay. Wo ist denn so ein Schwebepack-Gedöne hier? Achso, der zeigt mir dann, wo ich hin muss. Guck mal, das ist so ein Pfeil. Ah. War ich doch gerade schon richtig. Guck mal, das ist so ein Schwebedingen hier. So. Jetzt kann ich schweben. Habe ich auch was gelesen, ne? Mit Jetpack und so. Also wenn die Schrift in so Objekten ist, dann ist es echt blöde, das zu lesen. So nach oben, unten schweben. Nach oben, unten schweben. Also beides das Gleiche. Okay. Hä? Also richtig schweben in der Luft kann ich nicht, oder was? Also ich kann jetzt nicht mit den Analogsticks mich bewegen. Ich kann nur nach oben. Und das auch nur eine gewisse Zeit, ne? Sieht man das irgendwo? Das Ding lädt sich wahrscheinlich auf. Wir probieren das nochmal. Passt mal auf, Leute. Ich gucke jetzt mal B. Und jetzt baut sich das hier ab, ne? Und ich kann nicht lenken. Also ich kann mich jetzt höchstens irgendwo drauf teleportieren. Also ich kann jetzt nicht frei schwebend mich hier irgendwie bewegen. Das funktioniert nicht. So. Und jetzt kann ich auch hier nicht... Alter, da konnte ich mich jetzt hoch teleportieren. Was war das denn? Ich stehe jetzt vor der Tür, in der Tür. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Nirgendwo. Okay, er sagt mir nicht, wohin. Hallo, erzählt mir was? Er erzählt mir nichts. Aber hier war ja vorhin ein Schalter, ne? Dann gucken wir da mal. Da ist jetzt wieder was grün am Blinken, ne? Okay. Das läuft butterweich, wenn das große Objekt hier weg ist. Also ihr seht jetzt, wie gesagt, außen, das wirkt alles ein bisschen matschig, ne? Aber wie gesagt, das tut dem Ganzen echt keinen Abbruch. So. Jetzt passiert irgendwas. Aber das wirkt schon richtig toll, Leute, ehrlich. Mission abgeschlossen. Okay. Wow. Das war geil, Leute, ehrlich. Also ich kann mich jetzt gerade... Aha. Geh zum markierten Zelt. Wo soll ich hingehen? Okay. Ah, da hinten. Das mit dem Fall finde ich cool. Da weiß man immer, wo man hin muss. Nehmen wir mal auf das Ding. So. Geh mal was zum Knallen hier, ist wahrscheinlich besser. Kann mich da ein bisschen wehren. Wo muss ich hin? Da ist wieder so ein... Ich nehme alles mit. Ich weiß gar nicht, weil mein Inventar voll ist. Ja, und jetzt? Ah, da, guck mal. Was ist das? Zum Heilen Trigger betätigen. Ich bin noch geheilt, oder? Okay. Brauche ich ja nicht. Habe ich schon. So. Und jetzt? Weiß ich nicht, wohin. Geht's oben irgendwo raus? Also ich kann nicht auf die Kisten. Das geht auch nicht, wenn ich hier oben in der Luft bin. Ach, da ist was. Guck mal. Hä? Achso, da brauche ich wieder mein Werkzeug. Das ist schon cool, ehrlich. Es macht total Laune, Leute. Und das auf dem mobilen Headset. Richtig geil. Ah, so. Ich guck mal, ob ich die Grifftaste festhalten muss. Muss ich, okay.
Der Blaster sieht auch cool aus, der glänzt sogar. Der ist auch so abgenutzt, so alt, ne? Sieht schon toll aus. Okay, jetzt muss ich bestimmt knallen. Bisschen rumballern hier. Okay, Leute, das ist echt, das ist der Knaller. Ja, ins Gesicht. Kann ich das mitnehmen? Ich gehe mal ein bisschen ins Licht, also das sieht gut aus, ne? Hat der auch was verloren? Tatsache. Geld? Okay. Ich baller hier alles weg. Wo kann ich die denn hin tun? Ach da, guck mal. Ich kann auch mit zwei hinten. Okay. Hi. Hello. Look, the First Order is paying a small fortune for a piece of your cargo. And lucky you, we're here to claim it. So, there are two ways this can go. You can hide and weep and just hope really, really hard we don't find you. Nee, ich kämpfe, alles gut. But eventually, it's always, oh, there you are. Blam, blam, dead. Or option two, you just put your hands up. It's pretty easy. Komm jetzt, komm, komm, komm. Just like this. I give up, Tara. See? Ich gebe nicht auf, komm, mach hier auf das Ding. Ich knall die alle weg hier, ehrlich. I bet I can get a good price for you on Zagaria. So, think about it. Okay, es ist interessant, ob ich ihn gleich wirklich entscheiden darf. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? So. Should have given up. Ach. We aren't your average raiders, little deckhand. You're tangling with the so, schön Geld mitnehmen. Means you should ask yourself. So, ich nehme mal zwei Knaller. Is one piece of cargo really worth it? Hallo. Ach, gib mir noch mal das Ding hier, komm, ich will die Cola haben. So, was soll ich? Soll irgendeine. Soll das abwerfen? Kann ich jetzt hier auch drücken, wenn ich eine Knarre habe? Jo, das geht sogar, guck mal. So, aha. So, tschüss. Aber die sehen echt cool aus, ne? Es funktioniert alles butterweich. Achso, den auch? Mach ich doch glatt. So, ihr könnt auch alles irgendwo hinlegen. Leute, das Ding ist echt der Kracher hier. Hey, Idiots! Get in there and make that stop! Okay. So. You hear that? The ship just dipped into Batu's atmosphere. So. You can ride it into the dirt like a giant metal coffin. Or you can get out with us. Just put the blaster down and give us what we came for. Nah. You have to jettison the cargo. Get to the escape pod. Okay. Soll irgendwas machen? Alter. Okay. So. Ich werfe alles ab hier. Das ist echt schon richtig geil in Szene gesetzt, Leute. Okay, au, 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 au. Back to the ship. The target just got shot to the surface. So. Well, good job. You're literally going to go down with the ship. Ach, gehen wir doch nicht. Unless I personally kill you first. That feels like it'd be more satisfying. Let's do that. Hallo?
lift die Steuerbordladung ab. Ach scheiße, da hab ich jetzt. So. Nein. Oh Leute, das ist richtig cooles Geballer hier. Das ist richtig mega. Das ist geil. Das läuft echt alles butterweich. Mega cool. Wo soll ich jetzt hin? Leute. So. Ja, tschüss. Leg dich nicht mit mir an. So. Hier ist eine Rettungskapsel. Das sieht gut aus. Schmeiß weg das Ding. Brauche ich zwei davon oder was? Nein, eine reicht. Aber auch die Figur sieht richtig gut aus, Leute. Ja, tschüss. So, abwärts geht's. Ich möchte gerne gucken, kann ich leider nicht. Okay, und danach geht's in die Kneipe. Und der erste Eindruck, der ist hier echt schon mega. Und viel mehr Spiel, als es bei Raider Immortal hier war, ganz ehrlich. Und trotzdem wird eine Geschichte erzählt. Ne? Also, es ist echt eine super Mischung. Hallo? Es wird dunkel. Wo bin ich? Da. Okay. So. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Das war im Grunde das Tutorial. Das war schon richtig knall. Das war knackig. Das war mega. Das war Bombe, Leute. Ehrlich, Hammerdingen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also das macht jetzt schon Laune. Die Shootouts waren sehr einfach, muss ich gestehen. Aber das ist egal. Es ist die Atmosphäre, da kommt es drauf an. Das hat richtig Bock gemacht. Mega. Auf jeden Fall. So, hier ist diese Kantine. Da wird man jetzt einfach hin teleportiert. Da geht es wahrscheinlich raus. Verschwinde. Hallo? Es ist keiner da. Ich schau mal. Da fliegt einer. Ach, guck mal, der Kleine da. Nö, komm, lass den Kleinen mal. Oh, hey! Hey! Welcome in! If you're thirsty, you're in the right place. We sell drinks here. Da. Neue Mission trifft. Wo hab ich? You smell like savage jump pile. Was denn? All right? Ja, klar, bin ich in Ordnung. I was worried about you. And your payload. But you know, mostly you. Not just the payload, but... Stick around, you should be ready. Oh, by the spires, hi. We made it! And all in one piece, which means... Mr. McClane. Hey, give the kid a chance to breathe, Mubo, or I don't know, order a drink. It's like they've been through a lot. Oh, I know, I know. Surviving a brush with the Guavian death gang. Also die Figuren sehen echt gut aus, Leute. But luckily, the spires kept you safe. And we're not talking about buying cyborg body parts. Ruby, come in and meet the most skilled droid technician in the outpost. Hi. Me, of course. Oh, don't be nervous. While you were gone, I reprogrammed an old dark guy probe droid to be my assistant. Aw, she likes you. Hello? See? See? Odor neutralizer. You smelled like junk. Okay. I don't want to say anything. Okay, time to put you to work.
We need to find those special packages. I just transferred the crash site's coordinates. Okay. Now, you and I will go out to the Batu Wilds and get those packages back. You know, the Guavian Death Gang probably didn't just stop looking for the cargo they wanted on ship. Just saying. Oh, right. You're gonna go out there and find the special packages. Alone! So. I have important droid depot things to do. Yes, I do! I just haven't told you about them yet. Okay, es ist sehr viel, sehr viel erzählen, ne? Now, you, good luck! Danke! Oh, and did Jax... No, I didn't think so. Ciao. Und jetzt? Jetzt sitzen wir auch noch ein. Ich guck mal, was ich machen muss. Wow. Ja, ist ja gut. That really took a depressing turn at the end. Hey, you need a drink? I need a drink. I need a couple drinks. I can concoct just about any drink in the galaxy. Yeah, but there are a couple, I don't know, unique ones that I do. Secret recipe sort of thing. Used a special ingredient so they found up Batu. Tell you what, order one, and I'll toss in a story about some of the crazy things that have happened here. Not to oversell it, but I'm a natural storyteller. It'll feel like you live in it. Guaranteed. Okay, where to start? Let's see. Ich habe auch noch keinen Drink, du Kollege hier. I'll tell you was about a Jedi Padawan and her little green friend. Okay. Very powerful and has huge ears. You want to hear it? Great, let me just, Ich hab doch noch gar nichts gesagt. All right, out of acid spitter tails. Säure Spucker Spinze, ne? Und kein Dimmel Schuppen. Okay. Teratik Pods too. I work with a local forager who... Gosh, you know, come to think of it, I haven't seen him in weeks. These things aren't easy to get, so... It's a good chance that he's dead. Okay, das ist praktisch eine Sammelaufgabe dann, ne? The ingredients while you're in the wilds, okay? You know, bring it up back and a drink is on the house. Okay. So, und jetzt? Ich guck mal hier in mein Menü. So, also das... Ah, hier steht jetzt meine Mission. Ich soll diese Sachen finden, dann bekomme ich ein... Drink. Das ist eine Nebenmission, Leute. Also die muss man nicht machen, die kann man machen. So. Batu Wildnis bei den hiesigen Quellen. Der Frachter, finde Mubus abgestürztes Schiff. Okay, dann versuchen wir das. Wie kommen wir jetzt hier raus? Einfach dahin laufen, okay. So, Aussichtspunkt der drei Sonnen. Ja, mach mal. Jetzt gehe ich noch erst einmal raus. Und danach mache ich auch Schluss, Leute. Das soll erstmal lang. Das Ding geht echt ein bisschen länger wie Vader Immortal. Und ich werde es natürlich durchspielen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich jetzt auch an ein Stück. Also wundert euch nicht, wenn ihr die nächsten 2, 3, 4 Tage nur noch Star Wars Videos von mir bekommt. Das Ding will ich echt durchdatteln. Das ist echt ein Kracher, kann ich jetzt schon sagen. Also ich kann mir eigentlich gleich mein Fazit knicken. Boah, Leute, das ist echt mega. Hallo? Made it to the wild. Hab ich. Good. You know, we had that shipment of remote droids on the manifest. Find the crate and give them a try. Mach ich. So. Das ist ganz schön hoch. Aber das ist cool, Leute. Es sieht wirklich gut aus. Es ist natürlich alles linear, ganz klar. Aber es macht echt Spaß, hier rumzulaufen, sich alles anzuschauen. Und zu schauen, was hier eigentlich alles so erwartet. Guck mal da, so Kleinigkeiten, ne? Richtig toll. Da bin ich vorhin gestartet, ne? Okay, meine Hand hängt immer hier so komisch, wenn man den Controller unten hält. So. Da ist schon eine Knarre, also darf ich gleich schon schießen. Geht ziemlich schnell, wa? Aber ich habe sogar die Knarre mitgenommen von vorhin. Achso, da muss ich wieder schrauben. Also es sind praktisch so kleine Rätselaufgaben jetzt hier drin mit Shootouts und so, also richtig cool gemacht. Story dabei, gefällt mir richtig gut. So, jetzt brauche ich nochmal das Werkzeug. Oh, guck mal, das hat sich doch gelohnt. Ja, was denn? Hi, looks like you found the shipment of remote droids. I wondered where that ended up. Tell you what, give them a try. They're very helpful, but only a little deadly. Okay. Möchtest du einfach schmeißen, oder was? That's a shield remote. Top of the line. Stronger and tougher. Okay.
Okay, also die helfen mir. Ich nehme die alle mit. Dann schmeiß mal die. Ich will aber selber schießen. Ich habe schon eine. Kannst du hier lassen. So. Jetzt geht's an höher. Was willst du denn hier die ganze Zeit? Habe ich doch schon. Okay, da hinten sind Feinde. Ganz viele Feinde. Die haben sogar so rote Kreuze da über den Kopf. Okay. Achso, meine Drohne beschießt den. Okay. Ja, das fühlt sich echt toll an, Leute. Ach, die haben auch so Dinger. Okay. Leute, das hat mich erwischt. Ich bin kurz vor tot. Aber ich habe hier so ein Erste-Hilfe-Ding, ne? Das ist leer. Es war leer, okay. Immer besser hier das Ding hier, das wäre besser. So. Das macht wenigstens Wumms hier. Finde ich cool, dass überall so Zeichen drüber sind, was man einsammeln kann, weil dann sitzt man hier echt teilweise wahrscheinlich echt übersehen. Also ich bin echt schwer begeistert, Leute. Kauft euch das Ding. Kann ich jetzt schon sagen. So. Ja, müssen wir ein bisschen nach Geld gucken. Ich fand immer blöd, dass man die Waffen dann ablegen muss, ne, um das Geld einzusammeln. Was ist denn mit diesen Blumen, die ich hier einsammeln soll? Für den Drink. Der ist schon tot. Ach, den kann ich scannen, ne? Okay. Okay, Protokoll öffnen. Wo habe ich sie? Ach, möchte ich jetzt nicht. Okay, ich bin nicht so der Protokollsammler. So. Oh, es ist wirklich. Okay, jetzt ist einmal kurz hat es jetzt gehangen. Das ist so ein bisschen das Auto-Aiming drin, kann das sein? Broken remote? No problem. That's what the Alkin is for. Aber ich kann es echt nicht aufnehmen, wenn ich eine Waffe habe. Also immer klappt das hier auch nicht, dass das so angezeigt wird. Was ist das denn? Da schweben Steine in der Luft. Okay, so. Was ist mal los hier? Was ist das denn? Also ein bisschen hier und da ist es noch glitschig. Also plus, ne? So. Jetzt kann ich die reparieren, oder was? Wo ist denn mein Werkzeug? Hallo? Okay, wenn ich das Werkzeug hier in der Hand habe, kann ich mit der nicht mehr laufen mit dem Controller. Zzt. Nö. Ich hätte irgendwas Geld, ich kann die reparieren oder so, ne? Egal. So. Komm, weiter geht's. Ich höre hier was. Oh Leute, ich höre hier überall was. Sind auch welche. Die Dinger sind näher.
Was ist denn? Okay. Die laden sich aber wieder selber auf. Oder auch nicht. Ich bin gestorben. Ja gut, Leute. Sterben kann man also auch. Ganz klar, sonst müsste ich mich ja nicht heilen, ne? So, er lädt. Dann schauen wir mal, wo er mich rausschmeißt. Wird geladen. Drohnen kannst du an deinem Gürtel befestigen, damit du sie leichter einsetzen kannst. Also kann ich mir auch die Drohnen hier an den Gürtel schnallen, damit ich die besser schmeißen kann und schneller drankomme. So, ja, der Checkpoint ist fair, würde ich sagen, auf jeden Fall. Gut, Leute, ich mache jetzt hier trotzdem Schluss. Ich werde das Ding auf jeden Fall weiterspielen, wie gesagt, versprochen. Schmeiß weg. Und ich bin total begeistert. Dann werde ich gucken, dass der mich nächste Mal hier an dieser Stelle wieder reinschmeißt ins Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns gleich nochmal kurz zum Fazit. Was für ein Hammerspiel, was Leute, also ich bin restlos begeistert auf jeden Fall, also damit habe ich nicht gerechnet, also ich habe natürlich sowas in Richtung Vader Immortal habe ich erwartet, dass es ein bisschen länger wird, wo ich den Preis heute von 24,99 gesehen habe, aber dass es so ein Kracher ist, hätte ich nicht gedacht. Das Lichtschwert vermisse ich zurzeit noch nicht, also ich finde die Shootouts richtig cool, auch mit diesen Drohnen, die man schmeißen kann. Es wird eine riesengute Geschichte erzählt. Es sind viele große, spektakuläre Sachen zwischendurch schon passiert mit den großen Raumschiffen und so. Richtig toll gemacht. Also ich kann es gnadenlos empfehlen. Ich werde es natürlich jetzt direkt morgen weiterspielen, weil das ist wirklich so ein Titel, der mich richtig geflasht hat, der richtig Bock macht und der richtig mal zeigt, was die Oculus Quest wirklich alles drauf hat, was sie kann. Ich finde es mega. Es sind so zwei, drei kleine Glitches drin gewesen, ein paar kleinere Buggies, sage ich mal, ne? Kann ich voll mit leben, wird bestimmt noch gepatcht, aber das tut dem Spielgefühl keinen Abbruch. Mega Dingen, ja, man möchte ein bisschen was erkunden und so. Richtig, richtig toll. Ich werde natürlich noch auf 3CPO treffen und R2D2 und Yoda ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Missionen es gibt. Es gab Nebenmissionen, habt ihr gesehen, nämlich diesen Drink, wo ich die Kräuter zusammensuchen soll und so weiter. Die sind natürlich optional, werde ich natürlich mitnehmen, wenn es funktioniert. Mega Kracher Spiel. Also ich kann nur sagen, wer Star Wars Fan ist, sollte es sich kaufen. Wer auf Action Adventure steht in VR, auch der sollte es sich kaufen. Wirklich super mega Ding. Ich schätze mal, das Ding wird so 2 bis 3 Stunden gehen, vielleicht auch 4. Ich bin echt gespannt, wie lange es ist. Aber ich werde jede Minute in dem Spiel genießen und werde direkt morgen dann wahrscheinlich weiterspielen. Und wenn ihr jetzt 2, 3, 4, 5 Videos in Folge von mir bekommt mit Star Wars, dann wisst ihr warum, weil das Spiel einfach der Kracher ist. Ja, wenn ihr noch mehr Spiele sucht für die Oculus Quest, die ihr euch anschauen möchtet, bevor ihr sie kauft, dann schaut gerne bei mir auf dem Kanal. Ihr findet fast jedes Oculus Quest Spiel auf meinem Kanal. Ihr findet eine Menge PC-VR-Videos und auch ein bisschen PlayStation-VR auf meinem Kanal. Schaut da gerne rüber. Alles schön fein säuberlich in Playlisten sortiert. Wer noch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Dann bleibt er immer auf dem neuesten Stand. Ich schaue immer schnell in alles rein. Dann kann er sich das vorher angucken, bevor der Geldbeutel gezückt wird, ja, auf jeden Fall. Dann lasst mir ein Däumchen da, Leute. Ich habe alles gegeben auf Batuu für euch, ne, wie immer. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Viel Spaß mit Star Wars. Also wie gesagt, das ist der Kracher geworden. 2 Daumen von mir, 5 Sterne, volles Programm. Kaufen und Spaß haben. Dann bis zum nächsten Star Wars Video. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.